Hallo und herzlich willkommen zu Wundervibe WebTV. Wir beginnen unsere Sendung heute mit einer Nachricht über Christina Aguilera. Die war nämlich am Wochenende beim Michael Jackson Tribute-Konzert in Wales und hatte dort einen Auftritt. Und normalerweise ist sie ja schon für ihre Stilsicherheit bekannt, aber diesmal hatte sie definitiv ihren Stylisten zu Hause vergessen. Denn sie war nicht nur unglaublich ungünstig geschminkt, nein, ihr Outfit war auch unglaublich unvorteilhaft. Ja, sie hat ja in letzter Zeit ein bisschen zugelegt und ihre Figur ist ein bisschen runder geworden. Doch dieses Outfit, was sie da anhatte, das hat ja wirklich gar nichts kaschiert, sondern eher aufgetragen. Ja, auf der Bühne gab es da auf jeden Fall jede Menge Moppelalarm. Kommen wir mal von einem Moppel zu einem Wonneproppen. Das erste Foto von Jessica Albas Baby, Haven Garner, ist nun abgeschossen worden, als die kleine Familie einen Familienausflug gemacht hat. Ja, und die Kleine ist ja erst 8 Wochen alt und wickelt Mama und Papa schon ganz schön um ihren Finger. Selbst die große Schwester Anna ist hin und weg von der Kleinen und gibt ihr auch ganz süß immer ein Abschiedsküsschen, wenn sie sich verabschieden muss. Ja, wir finden es auf jeden Fall ziemlich zuckersüß. Eine andere Schauspielerin, die Mama geworden ist, ist Kristen Davis. Die kennt man aus der Serie Sex in the City und damals hat sie ja dort die Charlotte York gespielt und eine kleine Tochter adoptiert aus China. Und so gesehen tritt sie auch in die Fußstapfen ihrer Figur aus Sex in the City. Denn Kristen Davis hat ebenfalls ein kleines Mädchen adoptiert, die da heißt Gemma Rose. Und laut eigener Aussage ist sie überglücklich, dass sie dieses Kind nun hat und hat sich das auch letztendlich sehr, sehr lange gewünscht. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr für Kristen Davis. Ja, eine gute Nachricht zuletzt. Paul McCartney hat am Wochenende geheiratet. Ja, 4 Jahre war er mit Nancy zusammen und jetzt hat er ihr das Ja-Wort gegeben. Im kleinen Kreis wurde gefeiert. Unter anderem war sein Ex-Band-Kollege Ringo Starr mit dabei. Und die haben auch in ganz kleiner Runde gefeiert und es war irgendwie ganz romantisch und ganz niedlich. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass er wieder unter der Haube ist. Das ist übrigens auch die 3. Ehe für Paul McCartney. Vorher war er mit Heather Mills und Linda Eastman verheiratet und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Ja, das war's auch schon wieder von Wundervibe WebTV. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und auf Wiedersehen.